Katzen. Ist das Ding geil. Abartig. So, ich bin heute am Wasser. Das erste Mal mit meinem eigenen Koba Passage. Ich fahre in der Rechtsdrehung momentan mit einer Länge von 2 Meter und 1,5 Zentimeter. Also es ist wirklich, man, da lässt sich jetzt drüber streiten, auf diese paar Zentimeter kommt es nicht drauf an. Aber es ist, es ist 101, wirklich, muss man sagen, zum Werner. Es fährt sich so easy. Es ist ein Wahnsinn. Das Ding wiegt eigentlich, muss man sagen, glaube ich, um eine Spur mehr als Werner. Aber es fährt sich um einiges leichter. Und diese Kante von diesem Plot ist so dünn, sticht richtig leicht. Wow! So genial. Richtig geil. Richtig geil. Also ich muss wirklich sagen, ich kenne bis jetzt kein Paddel, sich derweil einmal besser fahren lässt als wie das. Das hat Druck. Das so eine dünne Kante sticht sich irrsinnig leicht ein, macht fast keinen Lärm, ist irrsinnig ruhig, hat Stabilität. Wahnsinn. Lässt sich super stitchen. Richtig beeindruckt bin ich von dem. Wahnsinn! So ein Schuh. Also ich kann sagen, ich habe mein absolutes Lieblingsbattle momentan gefunden. Dieses Koba Passage in einer variablen Länge von 2 Meter bis 2,10 Meter. An dieser Stelle danke an den Steve, der das als erstes in die Hand gehabt hat und gleich mal gesagt hat, probier das aus, das ist ein Wahnsinn. Und in der Hinsicht vollkommen zu Recht, es fährt sich richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich habe heute absichtlich mein kurzes Boot genommen, das Dagger Alchemy, und nicht mein Scorpio von P&H, weil ich eben die Wendigkeit von dem Ding ein bisschen testen wollte, also vom Paddel. Und ich muss sagen, ja, du kannst immer wieder sagen, es ist richtig geil, das Ding. Ich habe vorne drauf auf dem Boot gerade dieses Werner Cypress in einer Länge von 2,10 Meter und war eben immer fest der Meinung, mit Werner kannst du absolut nichts falsch machen. Es ist sicher das Beste auf dem Markt, was es gibt. Es wird da sicher so sein, aber man muss anderen Herstellern auch die Chance geben, sich zu beweisen. Und mit dem Ding, muss ich wirklich sagen, hat Koba in meinen Augen das Werner überholt.
also ich kann jetzt nur für mich sagen, das Cyprus nehme ich mit auf Touren, ja, wenn mir das kaputt wird. Aber fahren werde ich definitiv mit dem, außer ich fahre irgendeinem Bach, wo mir das zu schade ist, dann nehme ich gleich natürlich das Werner. Was gibt es noch zu sagen? Ich werde das jetzt noch ein bisschen fahren und bin jedenfalls einmal froh, von diesen 2,10 Meter entfernt zu sein, weil ich fahre ein Boot mit drei. Na, was hat das? Ich muss jetzt liegen. Es hat 63 cm Breite, ja. Und in den meisten Geschäften kriegst du da die Empfehlung, ja, 2,10 Meter zu fahren. Also ich weiß nicht, wer das braucht, ja. Mein Plot fährt genau schön links und rechts ins Wasser. Beim Cyprus ist es ja so, dass ich auch bei den 2,10 Meter locker links und rechts 5 bis 6 cm vom Schaft im Wasser durchzieht. Das muss ja eigentlich wirklich nicht sein. Und bei dem, ja, ich werde jetzt einmal auf 2 Meter geradeaus stehen. Verschränkung von 30 Grad, rechts drehend. Genauso. Und je kürzer, desto angenehmer natürlich. Naja, man merkt jetzt schon, wenn man jetzt genau da her schaut auf die Kante, auf die Südrandkante, da bin ich schon, ja, ein bisschen zu nah herbei. Jetzt werden wir das Dach nochmal aufmachen. Gehen da mal auf diese 2,1 Meter, 2,2 Meter. Ja, jetzt sind Forts um einiges weiter, sonst gibt es nicht immer diesen Tauch, dass man da ankommt. Also nochmal ein paar Worte zu diesem Koba Passage, 2 Meter bis 2,10 Meter. Ich hätte mir nie gedacht, dass dieses Ding sich so gut anfühlen würde. Also wirklich nie. Es war immer für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, die Plattform ist fast gleich, die Längen sind minimal länger oder kürzer, ebenso wie was man vorne sieht, eben dieses Werner Cyprus ist 2,10 Meter. Und man fährt dann ein Paddel mit 2 Meter Länge. Das ist schon 101 dann. Diese Kante von dem Ding her, also die ist so dünn, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann, aber im Vergleich zum Werner ist die Kante ein Drittel davon. Ja, also das ist wirklich schon beim Einstich ins Wasser 101. Ich hasse ja nichts mehr, also wenn ich mit so Kunststoffblättern fahren muss, die Dinger, die batschen ins Wasser, als würde es dann Fußball reinknallen ins Wasser. Und da ist das schon ein ganz anderes Vorgefühl einfach. Ja. Dann diese Vario-Teilung, was wir da haben, die ist auch irrsinnig geil. Also beim Werner kannst du es natürlich auch verstellen. Allerdings fix, weil das hat Einrasterungen, da haben wir keine Einrasterungen, das heißt, das mache ich auf. Das kann ich wirklich verstellen, wie es gern mechert. Der Schaft, das habe ich auch vom Steve so gesagt gekriegt und jetzt dann natürlich auch selber in die Hände. Ja. Es bringt nichts, wenn einer halt irgendwas sagt, was da so toll ist, was für einen selber dann vielleicht gar nicht einmal passt. Deswegen auch bitte das Video von mir nicht so anzusehen, dass jetzt jeder eben also ein Paddel braucht oder dass nur das, was ich fahre, das Beste ist oder sonst irgendwas, sondern das ist halt einfach mein persönlicher Eindruck über dieses Ding. Und es fährt sich, ja, es fährt sich gigantisch. Also ich bin da jetzt in so einem Parcours drinnen.
Muss da ein bisschen bei die Äste vorbei, das gefällt mir immer recht gut da. Da kann man wenigstens mal ein bisschen ausprobieren. Allein schon vom Kanten her. Und was das Paddel eben dazu noch leistet. So, dann ist halt ein Stich schief. Und umdrehen, es ist einfach tipptopp. Und das geht da richtig, richtig perfekt. Wo bin ich stehen geblieben? Beim Schaft. Der Schaft hat die Eigenschaft, dass auch wenn er nass ist, noch sehr, sehr griffig ist. Ja, also er ist jetzt da trocken, ich bin da ein bisschen nass. Greift sich irrsinnig gut, auch im nassen Zustand. Und habe dadurch kein Abrutschen, wenn ich halt Druck aufs Blatt geben muss. Ich fahre halt nur ein ganz ruhiges Wasser. Ich bin wieder mal auf der Traun unterwegs, wie man sieht. Aber das ist genau das, was ich halt für Tourenfahren eben auch brauche. Ja. Ich brauche ein angenehmes Paddel. Ich habe keine großartigen Wasserunterschiede, sondern es geht auf einer Tour meistens immer so dahin. Und da möchte ich natürlich einen Schub zusammenkriegen und ermüdungsfrei lange paddeln. Und das macht das Ding für mich momentan zur absoluten Nummer 1. Weiters möchte ich an der Stelle anmerken, dass ich natürlich absolut kein Profi bin. Ich bin, was das Thema Paddeln angeht, einfach ein Enthusiast. Mir taugt es am Wasser. Ich teste gerne einfach verschiedene Sachen aus. Jetzt hätte ich da so ein Billigsdorfer Paddel gehabt, habe es am Anfang mit 100, 150 Euro, dann wirst du irgendwann einmal über kurz oder lang nicht über den Erwerb eines teuren Paddels vielleicht drum herumkommen. Oder du sagst, nein, brauche nicht mehr, das reicht mir vollkommen, weil für das, was ich am Wasser bin, brauche ich nicht mehr. Ja, als Fazit möchte ich sagen, im Vergleich zu sehr, sehr vielen Paddelherstellern, die was ich mittlerweile getestet habe und auch gefahren bin, gibt es wirklich Unterschiede, wenn man es nicht am Anfang wahrhaben möchte. Aber die gibt es. Werner ist top. Aber wenn es sich vielleicht so anhört, als möchte ich Werner gerade ein bisschen schlecht reden. Dem ist absolut nicht so. Also mit Werner macht man sicher nichts verkehrt. Es ist aber so, dass es ein besseres gibt. Ja. Es ist nur immer eine Geschmackssache oder eine Frage an sich selber, was ist für einen selber besser, was taugt dann mehr. Ich muss sagen, ich mag es verdammt, ja, wenn ein Paddel sich leise fahren lässt, weil es sich super einstechen lässt, wenn der Druck da ist und wenn das Gesamtpaket einfach passt. Ja. Ich brauche einen ordentlichen, schönen Schaft. Ich möchte halt gern immens dünne Blätter haben, so dass das nicht patscht am Wasser, und das ist halt mein Ziel in der Hinsicht, das richtige Paddel für mich zu finden. Und ich bin wirklich froh, dass mir der Steve dieses Ding gezeigt hat. Es ist einfach, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, es paddelt sich im Vergleich zum Werner für mich persönlich um einiges besser. Ja, ich war heute auf der Traun unterwegs, knappe 10 Kilometer. Bin das Ding durchgehend gefahren. Heute ist ein bisschen ein Betrieb. In einer Tour fahren die Ruderer bei mir vorbei. Somit gibt es eigentlich auch keine richtige Ruhe, das in ordentlicher Qualität aufzunehmen. Aber ich glaube, ich habe das eine oder andere leicht vermitteln können. Ich hoffe, ich habe das eine oder andere eben mitnehmen können für euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.